alles, was wir jetzt so erwarten können. Was wissen wir von der Story? Gibt es überhaupt noch ein zweites Live-Event? Und. Das besprechen wir einmal. Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, Valentin. Früh aktiv. Werdet mal langsam wach. Kommt da rein und reinspaziert. Der große Tag ist endlich angebrochen, Leute. Der Live-Event-Tag. Heute ist es soweit, nur noch ein paar Stunden. Jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, 24 Stunden noch über. Ne, wenn ihr mal morgens das Video schaut, sind wahrscheinlich schon 8 Stunden weg. Und ihr seid wahrscheinlich schon ganz hebelig. Was jetzt auf uns zukommt, ne, was können wir eigentlich rechnen? Story-Event, Konzert. Einige sind immer noch komplett perplex und verstehen überhaupt nicht, was Sache ist, ne. Warum ist überhaupt hier eine Zeit? Kriegen wir dadurch Travis Scott oder sowas? Alles, was wir jetzt so erwarten können. Was wissen wir von der Story? Gibt es überhaupt noch ein zweites Live-Event? Und. Das besprechen wir einmal, ne. Natürlich kickt auch der Livestream rein, wenn ihr dieses Video seht, Leute. Sind wir wahrscheinlich gerade live und streamen das ganze Event und es wird auf jeden Fall nice Sachen geben. Es gibt kostenlose Items für euch, es wird Verlosungen geben, es wird Challenges geben, es wird im Bannungsgericht geben, ne? Stani Salisch kommt wieder raus, falls ihr das nicht kennt, das sieht so aus. Damen und Herren, in einer Welt voller Verzweiflung, voller Hass und Ausschluss aus dem Stream warten die Verbannten auf seine Gnade. Ein Richter ist der Hammer der Gerechtigkeit und seine Güte Menschen eine neue Chance. Ein Richter, dem die Frauen vertrauen. Mit Respekt und Unbarmherzigkeit soll sein Urteil die Verbannten niederschrecken. Also Programm ist da. Ich bin mega gespannt. Aber ihr habt noch mehr als genug Zeit, Leute, erstmal dieses Video auszuchecken, um auf den neuesten Stand der Fakten zu kommen, was jetzt Sache ist. Also erstmal das Konzert. Ne? Heute findet ein Konzert statt, Leute. Das ist die Rift Tour Ariana Grande. Wir werden in der Mitte des Portals hier eingesaugt und werden dann in anderen Realitäten herumreisen. Da werden unterschiedliche Welten sein. Einmal die Kuschelbeauftragte Welt, dann einmal die Welt der... eine Wolkenwelt, ne? Die Welt des Sturmkönigs. Die ist ganz wichtig, da komme ich gleich noch dazu. Weil ich glaube, die ist wirklich essentiell für das, was noch in Fortnite passiert. Ne? Und wahrscheinlich dann auch noch eine Welt von Ariana Grande selber. Das ist das mit dem Sonnenuntergang. So, und dann wird es Musik geben. Es wird eine geile Effektshow geben. Tatsächlich, die Waffenlackierung, die ihr dabei auswählt, hier, ne? Die Waffen, die ihr dabei habt und welche Lackierung ihr auch immer dabei ausrüstet, die entscheidet darüber, was für Effekte ihr seht. Oder zumindest, welche Farbe die dabei haben. Also rüstet also eure besten Waffenlackierungen aus, die ihr braucht, um natürlich dann unterschiedliche Effekte zu haben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch noch den Abo-Button und die Glocke reinhauen. Dann wird euer Erlebnis noch schöner sein, weil natürlich kommt das Ganze auch noch auf YouTube. Und vor allen Dingen, nur noch ein einziger Abonnent hat nicht abonniert, die dieses Video geschaut hat, ne? Alle anderen haben schon, nur noch ein einziger. Vielleicht bist du ja noch der das nicht gemacht hat, ne? Würde mich dann mega freuen. So, ne? Und die Waffenlackierung bestimmt dann so ein bisschen die Effekte bei dem Ganzen. Und das sollte dann dir beachten, bevor das Live-Event startet. Seid 2 Stunden vorher mindestens. Ich empfehle euch, 2 Stunden vorher zu sein. Vielleicht sogar schon 3 Stunden in Fortnite drinne zu sein. Damit die Server nicht überlastet werden. Damit nicht alle Leute gleichzeitig reinkommen. Ich habe halt nicht die größte Reichweite. Ne? Für 15 Millionen Leute reicht es nicht aus. Aber immerhin die Leute, die mich schauen, kann ich somit ein bisschen quasi retten. Und ja, damit die früher reinkommen und nicht alle gleichzeitig um 23 Uhr oder 0 Uhr anfangen, diesen Server zu stürmen und dann alles einfach vernichten. Das kann passieren, es wird passieren, die Server werden wahrscheinlich überlastet sein. Müssen wir einfach beachten. So, ihr müsst eure Region nicht umstellen. Ne, kam auch sehr, sehr oft die Frage, ihr müsst eure Region nicht umstellen. Ne, es ist egal, ob ihr in Europa seid oder nicht. Es findet heute um 0 Uhr statt, wenn ihr dieses Video seht. Ne, das können wir auch schon mal so mit abhaken. Hört sich doch schon mal ganz gut an. Ne, und dadurch, dass es natürlich ein Konzert ist, wird es wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel Story reinbringen. Wahrscheinlich. Travis Scott hatte zwar auch sehr, sehr viele Anspielungen an alten Geschichten. Ne, einige haben die alte Map gesehen und was auch immer die dabei für Fantasien hatten. Ne, Travis Scott, es ist zwar ein Musikkonzert, es ist eine Show und eine Show soll euch einfach unterhalten, Leute. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, könnte da ein bisschen was Richtung nächstes Live-Event haben, weil schön und gut, dass wir jetzt Ariana Grande als Konzert kriegen. Wir sind aber mit dem Mutterschiff noch lange nicht fertig. Das Hauptthema dieser Season und das steht aktuell immer noch bei Slurpee, ne? Und es hat all noch die ganze Gegend hochgezogen und es ist die erste Gegend von noch 2 weiteren, also 3 insgesamt, ne? Wir wissen, dass Coral Castle noch dran ist und dann noch Corny Complex. Und Dr. Sloan versucht gerade einen Plan auszuhacken, wie sie das UFO kaputt machen kann, ne? Und da kommt natürlich vielleicht die Bombe ins Spiel, ne? Wenn das UFO rumschwebt. Und das passiert alles nach dem Live-Event. Das, wie es jetzt ist, das bleibt. Und allein dadurch wissen wir eigentlich schon, dass das Konzert alleine nicht das
das Ende ist, sondern dass es danach noch weitergeht in der ganzen Season. Und das könnte natürlich ziemlich spannend sein. Und zwar gibt es natürlich die Gerüchte, dass Kevin wiederkommen soll. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Sturmkönig, den ich meinte. Den hat man ja so ein klein bisschen in den Rift-Trailer gesehen. Und ich habe auch absolut null Gegnerkontakt. Also so wirklich absolut null Gegner. Oh, hier ist eine Wand. Seht ihr, hier war jemand, Alter. Ich habe absolut null Gegnerkontakt. Da kommen wir wieder zu dem Sturmkönig. Wir wissen durch den kleinen Rift-Trailer, dass wir den Sturmkönig tatsächlich sehen werden im Live-Event. Und das ist natürlich strange. Ne, den haben wir jetzt schon länger nicht gesehen. Ich glaube, doch Season 2, Season 3, Season 4, ne? Da haben wir da, glaube ich, der war Halloween. Marvel Season, war da nicht der Sturmkönig? Nee, das war Midas. Quatsch. Season 1, so, jetzt habe ich es richtig. Da haben wir zuletzt den Sturmkönig gesehen und wir wissen auch durch Rette die Welt, dass der Sturmkönig natürlich auch die Würfelmonster kontrolliert und somit wahrscheinlich auch Kevin. Und da in meinen Augen ist so diese Brücke zwischen Konzert und Story-Live-Event und wahrscheinlich auch so ein bisschen der Teaser darin, dass es natürlich noch Live-Event technisch weiterkommen kann. Absolute Gameplay-tote Hose hier, Leute, ne? Komm, ich baller ein bisschen rum, dann habt ihr ein bisschen Spaß hier. Ihr googelt da. So. Habt ihr, ne? Haben wir ein bisschen, verbreiten wir noch ein bisschen Action hier in der Geschichte. Ihr seid ja nicht nur wegen den Infos da, sondern wegen meinem krassen Gameplay. Wollt ihr doch sehen, wie ich hier zwei Wände baue und so. Sei es drum. Ne? Und dass es da die Brücke schlägt zu dem Story-Live-Event. Weil was auch immer bei dem Konzert passiert, vielleicht bleibt ja ein bisschen was offen. Vielleicht bleibt ein Riss offen, wodurch der Sturmkönig Zugriff auf unsere Welt haben soll, ne? Und die Gerüchte, dass Kevin zurückkommen soll, können wir eigentlich, denke ich mal, in so 80% glauben, weil die ganzen anderen Leaks um Chapter 3 haben ja bis erstmal so gestimmt, ne? Ariana Grande Konzert sollte reinkommen, stimmt, ne? Angeblich haben die ja doch die Naruto-Rechte, da haben wir bisher immer noch keine Bestätigung. Aber Kevins Sounds in den Spieldateien wurden jetzt immer wieder aktualisiert. Immer wieder neue Dateien wurden aktualisiert mit den letzten Updates und auch da konkretisiert sich, dass Kevin wiederkommen soll. Und deswegen sehe ich da definitiv, dass Kevin hier natürlich irgendwie nach dem Konzert noch eine Rolle spielen wird und natürlich hier in das Spiel reinkommen wird. Und da freue ich mich natürlich eben genauso drauf wie auf das Konzert, weil schön und gut. Okay, was baut er da schon wieder? Okay, ich habe keine Ahnung, was er da macht, Leute. So, ne? Und Kevin, die Rückkehr sollte dann auch für das Live-Event sprechen. So, da bin ich aber jetzt definitiv weg. Nee. Nicht mit mir, Kollege. So, da flüchte ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt mir ein bisschen zu viel Action gewesen, ne? Da unten war einer, den habe ich schon echt kaputt gemacht. Und da ist jetzt schon wieder einer. Junge. Okay, irgendwas ist hier gerade los, Leute. Hier ist Böses im Busch, ich sag's euch. So, den haben wir auch. Der war nervig. Mochte den nicht. Junge, jetzt habe ich auf einmal mehr als genug Gameplay, ne? Auf einmal überall Gegner. Ich konzentriere mich gerade nicht aufs Reden. Ich kann so null Gameplay bringen, ne? So. Und in Kombination damit, dass wir noch zwei Orte kaputt gehen sollen, dass der große Plan der IO ist, natürlich das Mutterschiff irgendwie anzugreifen. Kevin-Rückkehr. Das hört sich doch schon mal richtig, richtig vielversprechend an, dass wir natürlich noch ein weiteres Live-Event bekommen in dieser Season. Würde mich tatsächlich freuen. Wenn wir auch noch die Chapter 3 Leaks dazu nehmen, die wir jetzt bekommen haben, könnte ja auch wirklich sein, dass Chapter 3 gar nicht mal so weit ist. Was wir auch, denke ich mal, von der Season 8 wissen, ist, dass Naruto reinkommen soll und dass es eine Halloween-Season sein soll, ne? Also irgendwas in Richtung Monster, denke ich mal. Da sehen wir aber natürlich, denke ich, nach dem Konzert, da wird es konkreter und da wird es spannender und lustiger und fetziger. Und ich hoffe, ihr seid da genauso gehypt, Leute, weil Ariane-Konzert ist jetzt erstmal natürlich schön und gut, aber vor dem Konzert ist nach dem Konzert und nach dem Konzert ist vor dem Live-Event, würde ich mal sagen. Ne, da kommen nochmal ein paar nice Sachen auf uns zu. Da ist ja mein Hase, den ich die ganze Zeit gejagt habe, ne? Junge, endlich mal weggeknickt. Um euch noch auf das Konzert ein bisschen besser vorzubereiten, empfehle ich, unterschiedliche Geräte zu benutzen, beziehungsweise zu aktualisieren. Falls euer Handy mal abstürzt, eure Switch oder was auch immer, ne, so, dass ihr schnell noch ein anderes Gerät wählen könnt und vielleicht noch so auf die Server reinkommt. Weil nichts ist ärgerlicher, ne? Oh, dass irgendwie das Event stattfindet und irgendwie müsst ihr dann Geräte aktualisieren. Das ist ätzend. Und hoffe ich mal, dass ihr da auch auf jeden Fall achtet. Und vor allen Dingen, ladet euch das Update runter. Wenn ihr das Video schaut, Leute. Und sagt den Freunden Bescheid, dass sie sich das Update runterladen sollen. Weil, egal, solange ich jetzt schon Fortnite mache, immer gab es irgendjemanden, der vergessen hat, das Spiel zu aktualisieren. Und dadurch, dass er das vergessen hat, kam er in der letzten Minute an und das war zu spät. Ah, bitte. Allein schon die Vorstellung tut weh. Jo!
Oh mein Gott. Junge, gib mir doch nie diesen Jumpscare aus dem Busch heraus, Alter. Oh, fuck, der hat den Railgun. Ja, okay, verstehe schon. Oh, das hat noch gefrocknet. Komm, Parasite, geht ran an den Kopf. Danke. So, das machen wir weg. Ja, ich bin auch weg. Und natürlich, um euch darauf vorzubereiten, Leute, wenn ihr diesen Shop anschaut, gibt es dort wieder ein paar natürlich Gratis-Items für den Party-Skull-Trooper. Aber auch die gute Ariana immer noch drin. Ich denke mal, dass sie bis Sonntag mindestens bleibt. Ich werde auch die Wiederholungen am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr noch ganz kurz streamen, Leute. Aber trotzdem, der Hauptstream ist heute. Creator Code, hey, Stani, würde mich freuen. Jetzt live reinschalten in den Livestream. Dann schauen wir uns das Ganze zusammen an. Abo-Button und Glocke, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ein Like-Button genauso, wenn ihr euch genau hyped seid und für euch freut auf das Ding. Und dann sehen wir uns gleich im Stream. Gebt mir Flosse. Flop.